Hey Leute, willkommen zurück bei Let's Play Kingdom Hearts. Allein zu kämpfen ist viel schwerer als ich dachte. Ja. Was seid ihr? Ach, meine Freunde. Yay. Ah, hört auf, so aus dem Nichts erscheinen. Ja, kann ich dafür. Wir wissen ja auch nicht, was hier vor sich geht. Du bist kämpferisch, aber ganz schön eingerostet. Brauchst du wirklich keine Hilfe? Doch. Alles in Ordnung, wirklich. Ich muss jetzt erst was erzählen. Ich wollte ja eigentlich immer am Wochenende aufnehmen, aber das letzte Wochenende war ich auf einem Konzert. Ja, die Videos seht ihr online, Within Temptation. War lustig, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also, weiter geht's. Mit dieser Einstellung bist du bald Futter für die Herzlosen. Ach, du bist... Leon, du bist es! Was machst du hier im Schloss des Entfallens? Schloss des Entfallens? Was redest du denn da? Dies ist die Stadt der Traverse. Und woher kennst du meinen Namen? Hübscher Typ. Ich habe euch noch nie im Leben gesehen. Lass dich spielchen, Leon. Wir haben die doch allein gegen die Herzlosen gekämpft. Das weißt du doch. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Ich kenne nicht mal eure Namen. Wirklich nicht? Tut mir leid. Ich fass es nicht. Wie kannst du uns nur vergessen haben? Hey, tut mir ja echt leid, aber ihr verwechselt mich. Das passiert ständig. Nimm's nicht persönlich, Sora. Was? Du kennst ja seinen Namen doch. Halt, stopp. Woher kenne ich deinen Namen? Oh Mann. Ich sag. Glaubst du, dass Leon bloß Spaß macht? Ja, ist das nicht sehr witzig. So, hast du wirklich verletzt? Wer macht hier Späßchen, Goofy? Du und Donald seid doch diejenigen, die... Hey! Denk. Ich kapier das nicht. Was ist bloß mit meinem Gedächtnis los? Keine Ahnung, Leon. Vielleicht hat Aerith? Ja, doch recht mit ihrer Ahnung. Wer bist du? Ach, eine Frau. Sie sagte, sie würde eine Art unheimliche Macht spüren und bat uns, der Sache nachzugehen. Das haben wir getan. Und das gerade fällt definitiv unter die Kategorie unheimlich. Vielleicht sollten wir Sora und die anderen zu Aerith bringen. Aerith? Yuffie, du kennst meinen Namen. Yuffie? Ja, du meinen ja wohl auch. Ist das ein Freund von dir? Nein, er ist mir völlig fremd, aber ich kenne seinen Namen. Seltsam, ja, aber praktisch. So sparen wir uns langatmige Selbstvorstellungen. Die ist witzig, die mag ich. Mann, Yuffie, damit werden ja all unsere Probleme gelöst. Nun, ich gehe vor und erkläre Aerith alles. Leon, du führst Sora und die anderen überall rum. Bis später. Na dann, tschüss, ne? Willst du wieder bei dem Typ bleiben? Ich finde den cool. Also weiter im Text. Kommt schon, folgt mir. Aber passt auf, es befinden sich noch immer Herzlose in der Stadt. Ich zeige euch besser, wie ihr euch in die Schlacht stürzt. Stützt? Ja, egal. Siehst du die Werte auf deinen Karten? Sie reichen von 0 bis 9. Je höher der Wert, desto stärker auf die Karte. Spielen du und dein Gegner gleichzeitig eine Karte aus, gewinnt der mit höherem Wert. Na los, probier's mal. Kann ich jetzt schon wieder. Ich kann nicht die Karten wechseln. Ups. Weiter, alles klar.
eine Karte auszuspielen, deren Wert höher ist als der des Gegners, nennt man einen Kartenstich. Spielst du eine niedrigere Karte aus, wird dein Angriff abgewehrt. Selbst starke Karten können abgewehrt werden, wenn der gegnerische Wert höher ist. Wer auch immer einen Stich verliert, muss eine Attacke wegstecken. Sieh also zu, dass du nicht zu oft verlierst. Karten mit dem Wert 0 sind besondere Karten. Was? Ganz egal, welche Karten dein Gegner ausspielt, du kannst sie mit einer Nullkarte stechen. Aber du musst abwarten, bis dein Gegner seine Karte ausgespielt hat. Spielst du die Nullkarte zu früh aus, kann dein Gegner sie mit jeder beliebigen Karte stechen. Das ist mir klar. Sprich, kommt sie als Antwort, ist sie die stärkste Karte. Kommt sie als erstes, die schwächste. Versuche das Beste aus ihr zu machen. Ja, bla bla. Muss ich durchlesen, ist das nicht alles vor, es ist mir zu langweilig. Ich habe zwar keine Ahnung, was das geht, aber ist mega. Ja, Summe, bla bla. Bam. Ach, das ist cool. Bla bla. Bla 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 bla. Der hübsche Typ redet mir einfach zu viel. Kommst du so weit klar, Sura? Mehr oder weniger. Den Rest sagt nicht mehr schon in den ersten paar Kämpfen an. Kleine Hochnäsige. Die hat hier rumgelegen. Nimm sie. Blabbi, was? Denke an das, was ich dir erklärt habe und nutze es. Simba! Wo ich da oben hängen? Ah, das ist kaputt. Nein, geh weg. Geh weg. Ich will nicht kämpfen. Nur da hin. Bin. Jetzt komme ich auch hier rein. Yay. Hallo, ihr da. Eric, du hast mich doch nicht auch vergessen. Hat sie? Heißt es jetzt schön, dich kennenzulernen oder schön, dich wiederzusehen? Beides passt irgendwie. Ich glaube nicht, dass ich dich kenne, aber ich fühle, dass du hierher gehörst. Ja, genau, wir kennen uns zwar nicht, aber trotzdem ist mir dein Name so vertraut. Aber natürlich kennen wir uns. Wir haben als Team die Herzlosen besiegt. Ich fühle, dass du recht hast, aber ich erinnere mich nicht. Ich habe immer recht. Dann weißt du auch sicher nicht mehr, was du mir gesagt hast. In Hollow Bastion, als ich das Schlüsselloch versiegelt habe. Ade, vielleicht für immer. Aber wir werden einander nie vergessen. Du erinnerst dich ja doch. Er hat recht, Leon. Ich erinnere mich auch, dass du das gesagt hast. Dann ist das also doch kein bloßer Zufall. Ich glaube nicht, dass ich mich noch daran erinnere, aber irgendwie eben doch. Vielleicht übernimmt Zoras Herz das Erinnern für uns. Wie soll das denn gehen? Wir kennen dich nicht, Zora, aber dein Herz ist voller Erinnerungen an unser Zusammensein. Diese Erinnerungen müssen doch auch in unseren Herzen sein. Vielleicht verraten sie uns Dinge, die wir sonst nicht wüssten. Vielleicht. Du meinst also, dass Zoras Erinnerungen die unseren beeinflussen? Seine Erinnerungen scheinen eine gewisse Macht zu besitzen. Dann hatte der Typ ja doch recht.
Diese Stadt muss eine Illusion sein. Etwas, das meine Erinnerung erschaffen hat. Und lebt in dieser Stadt vielleicht jemand ganz Besonderes? Hä? Wie hast du? Jetzt verstehe ich. Du weißt das, weil meine Erinnerungen in deinem Herzen widerhallen. Wie dem auch sei, ein Freund von mir ist irgendwo in dieser Stadt. Ich meine, im Schloss des Entfallens. Schloss des Entfallens? Was ist das? In der Stadttraverse gibt es keine Schlösser. So meine ich das nicht. Sora hat sicher noch einige Fragen zu klären, stimmt's? Stimmt, schließlich sind wir ja gerade erst angekommen. Kann ja nicht schaden, sich umzusehen. Dann sieh dich doch in der Stadt mal um. Hier gibt es zwei Herzlose, aber das ist ja kein Problem für dich. Du weißt also, dass ich kämpfen kann? Ich erinnere mich zwar nicht genau, aber langsam glaube ich es. Bereit. Komm ich jetzt da hoch? Ach so. Ich mag die Musik. Pam! Nichts. Pam! Pam! Was sind das für Bälle? Also, ich möchte gegen dich kämpfen. Haben wir nicht. Jetzt. Ich verstehe es immer noch nicht so ganz, wie das mit dem Öffnen funktioniert. Hallo, du da. Sieh mal an, das ist ja Sora. Moment, was rede ich denn da? Ich kenne dich gar nicht. Aber du siehst aus wie Sora mit den zottligen Haaren und den Schlabberhosen. Naja, vielleicht nenne ich dich ja nur so, weil der Klang so gut zu dir passt, Junge. Schon lockensig, so heiß ich. Dann hast du also schon von mir gehört, das überrascht mich jetzt nicht. Ein gebildeter Tipp. Wie auch immer, ich dachte mir, ob du mir nicht vielleicht helfen könntest. Ein Freund von mir hält sich irgendwo im Schloss auf, in der Stadt. Ein Freund? Diese Stadt kriegt hier in letzter Zeit nichts als Herzlose zu sehen. Man kann keine zwei Schritte tun, ohne angegriffen zu werden. Am Platz ist es am schlimmsten. Es heißt, wir kriegen es mit einem gigantischen Herzlosen zu tun, wenn die Glocke ertönt. Dann hoffen sie mal, dass sie nicht ertönt. Oder vielleicht doch. Wenn du deine Haut retten willst, dann nichts wie weg, solange es noch geht. Vielleicht hat er recht. Wollt ihr diesen Herzlosen denn nicht sehen? Nein, wollen wir nicht! It's too late. Die Glocke! So, pass auf! Falsche Stimme, Faker. Faker. Was bist du? Was? Nein, verdammte Scheiße, ich werde verlieren, ich sehe das schon jetzt. So schwierig ist das eigentlich gar nicht. Was war das?
Wieso lebt der Typ immer noch? Ich verliere. Scheiße. Scheiße, ich kann momentan nicht reden, weil ich habe zu viel Adrenalin in mir. Verdammte Scheiße. Ich werde verlieren. Ich habe nämlich... Oh, verdammte Scheiße, ich habe keine Karten mehr. Nein. Ach Mist. Verdammt. Mein Arm tut weh. Ja, ist klar. Ja, sind wir mal endlich wieder getroffen. Toll. Wieso nicht? Ich würde verlieren. Wieso treffe ich ihn nie? Shit. So kann ich mich nicht. Ach, so ist gut. Ich bin ein total... Ja, ich drücke immer zu schnell für das. Du bist dumm. Ich drücke immer zu schnell, sodass ich daneben hau. Ja, bring mich um, dann haben wir es hinter uns. Ich...
Wenn er bei Luft ist, treffe ich ihn nicht. Soll ich das bitte anstellen? Ja, bring mich doch endlich um. Okay, come on. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.